Ja, ja, der Wilde Kaiser. Das Außenmotiv des Restaurants Wilder Kaiser von der Frau Dreiseitel. Mittlerweile ein Stammmotiv geworden. Wir sind ja in der 7. Staffel, man stellt sich das vor, in der 7. Staffel und immer noch hier. Also abgesehen davon, dass es dort natürlich gute Abkühlung gibt, ist der Dorfbrunnen immer ein wundersamer Platz. Tja, und warum wir eigentlich hier sind, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen was zeigen, und zwar diesen Ort hier. Dieser Ort, das ist der Dorfplatz von Going, und der hat hier eine wunderschöne Terrasse und eine kleine Bühne. Und am Abend, dann wird hinter dieser Bühne wird eine Muschel aufgehen und wird beleuchtet. Und ich liebe solche Plätze, weil man da viele Sachen machen kann. Und letztes Jahr, im September, gab es schon so einen Abend, wo ich Dinge gemacht habe, verrückte Dinge. Und da waren wir da. Da waren wir hier. Und ich dachte, dass da keiner kommt. Aber da waren eine ganze Menge Leute. Da waren 600 Leute auf dem wunderschönen Vorplatz. Es war voll und es war eine super Stimmung. Das war letztes Jahr hier. Dieses Jahr, am 10. September, sind wir. Aber jetzt sind wir wieder hier am Dorfplatz von Going. Und da wird dieses Jahr am Dienstag, servus, auch die Kölner sind freundliche Menschen. Und hier wird am 10. September ein Abend stattfinden, der durchgehend improvisiert ist. Ein Stand-up-Abend, komödiantisch, hat viel mit Bergdoktor zu tun. Unter anderem zu Gast für Monika Baumgarten, eventuell Natalie O'Hara, vielleicht sogar Mark Keller. Das klingt schon so wie ein Schlagerabend, ist es aber nicht, denn es wird ein wunderschöner Kleinkunstabend, unter anderem mit den Goinger Waisenbläsern und einer kleinen Formation einer Band, die ich noch mitbringe. Inhaltlich wird es sehr lustig und sehr spannend. Das wird hier stattfinden am 10. September 2013. Kommen Sie, Eintritt ist frei und gute Laune haben wir auch. Das erschreckt mich, weil ich dachte, sie ist da. Aber sie ist natürlich nicht da. Ich würde es ja wissen, wenn sie da wäre, weil dann würde sie mich mit mir drehen. Aber für alle Menschen, die die Susanne Dreiseitel, sprich Natalie O'Hara, gern sehen würden, gibt es hier, ich mag es kaum glauben, meine liebe Susanne. Susanne, du bist da. Das Lieblingsplatzl vom Bergdoktor. Es ist sehr romantisch, eine der romantischsten Geschichten im deutschen Fernsehen überhaupt. Und Susanne, es ist so, ich habe natürlich den ganzen Tag gearbeitet und habe wahnsinnigen Hunger und ich zu Hause gibt es mal wieder nichts und dann dachte ich, ich komme vorbei und was sagst du denn nichts? Susanne! Ein kleiner Scherz, hier ist sie, Susanne Dreiseitel in Originalgröße. Na, sie ist ein bisschen größer vielleicht, oder? Aber ich glaube, sie ist so groß. Und diese liebe Kollegin steht hier für Sie, zum Fotografieren. So, ich glaube, wenn sie es wüsste, würde sie sich sehr freuen. Servus! Also, wie gesagt, ich freue mich auf Sie am 10. September 2013 hier auf dieser wunderschönen Bühne. Bis dann!